Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. So, ich werde mal hier mal ein Hähnchenrind wirbeln. Das hat nichts gebracht. Warum hat das nichts gebracht? Wie sind hier Waffenrad? Achso, wo hat das hier, ne? Ja. Gut, wo sind wir denn stehen? Rette, Kanzin, fehlende Prophezeiung. Ach so, war eine falsche. Nee, halt den hier. So, ich muss erst mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Wir müssen hier raus, ne? So wie das aussieht. Ich bin ein wenig verwirrt. Hier haben wir eine Aufgabe. Der dunkle Schleier? Nee, warte mal. Halt. Irgendwo mit Prophezeiung war das. Hier. Bett. Kann ich mal hier... Habe ich hier auch eine Karte? Warte mal, wie war eine Karte? Nee, das war nicht Karte. Das ist Karte. Okay, wir haben da unten eben... Nee. Doch. Hatte kann sehen. Bin ich jetzt völlig wirr? Was muss ich denn jetzt hier machen? Warte mal. Ich bin hier völlig raus. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, gut, ich habe jetzt ein bisschen nicht auf ihn um mir gehabt, aber so weit bin ich ja gar nicht raus. So, ein Orakel Azuras namens Rhea braucht meine Hilfe. Rhea ist nur beschrieben, detailliert die Aufenthaltsorte der verschleppten Orakel, Höhlen und Ruinen in... Bankorei, Rift und Steinfälle. Ich muss die leeren Schlüssel finden, die an diesen Orten versteckt sind. Okay. Warte mal, ich schreibe mir das mal auf. Hey, gib mir mal einen Zettel. Hey, gib mir mal einen Zettel, Arsch hier. Gib mir mal einen Zettel. Was ist denn das hier? Ist das denn hier ein Zettel? Was steht da drauf? So. Gut, wir müssen nach Bank... Korei, Rift und Steinfälle. Gut. Soweit dazu. Jetzt brauche ich einen Wegpunkt da hinten. Das ist ja die Prolog-Quest für Morrowind, ne? Warte. So, habe ich mir letztens aufgeschrieben. Die fehlende Prophezeiung ist 1. Einführung Morrowind. You know. So, jetzt müssen wir hier raus. Steinfälle. Hatte ich doch irgendwo hier gehabt. Hier ist Banga. Na, gehen wir hier hin. So, wir müssen hier hin, wa? Ja. Haben wir hier auch ein... Punkten, Schnellreisepunkt? Nee, habe ich gar nicht. Das ist schlecht. Gut, warte mal. Wo ist jetzt der Banga? Hier. Wir können aber von hier aus darüber. Ne, kann ich auch nicht. Wie komme ich denn da hin? Von hier aus hier rüber? Rette Kanzin. Wo, wer ist denn Kanzin? Ist das die in Banka Nui? Ja, okay.
Gut. Warte, 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 warte. So, jetzt sind wir hier hin. Wegschreien, ja. Gut, so, Freunde, wo müssen wir hin? Wir reiten erstmal den Weg hier lang. Wir waren auch. Ach so, aufdrücken. Ich reite jetzt erstmal hier lang. Auf der Minimap gucke ich ja, und da vorne bei der großen Kreuzung biegen wir dann rechts ab zum nächsten. Psst. Oh, Alter, hat mir Habt ihr nicht verjagt. Lust, einer anderen Abenteurerin auszuhelfen? Nee, hab ich nicht. Hab keine Zeit, Mann. So. Das müsste ja eigentlich der Weg dorthin sein. Oh, hier ist irgendwo. Ja, ich sehe hier schon auf der Karte. Ja. Zurzeit habe ich keinen Bock rum aufnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat aber nichts mit dem Wetter zu tun, sondern einfach, weil ich keinen Bock habe. Es ist gerade ziemlich viel los. Ich sag mal, die NBA-Finals laufen gerade. Das ist ziemlich interessant. Die EM läuft jetzt noch die Woche. Also, gut, was heißt jetzt, läuft jetzt noch die Woche. Sonntag kommt das Finale. Und mit den The Funke. The Funke 30 heißt ja auf YouTube. Und auch, glaube ich, auf. Ich glaube auch auf Twitch. Da könnt ihr mal gucken gehen. Da ist der Buddy zurzeit unterwegs mit ihm. Ich habe ja immer noch Kurzarbeit. Eigentlich sollte ich während der Kurzarbeit aufnehmen. Eigentlich wollte ich während der Kurzarbeit aufnehmen. Aber Buddy ist halt eine faule Socke. Aber prinzipiell bin ich da erstmal unterwegs und tüdel mit ihm ein bisschen bei Red Dead Online rum. Wir machen da so ein bisschen Halligalli, sag ich mal. So, hier können wir gleich mal die Bücher holen. Warte mal, komme ich jetzt hier? Wenn das nicht die dümmste Taktik ist, von der ich je gehört habe. Ja, dümmste Taktik, alles klar. Untersuchung, warte, warte, wo denn hier? Okay, neues Buch entdeckt. Sind sie alle weg. So, jetzt gucke ich mal auf meine schlaue Karte. Wir müssen hier raus, ne? Warte mal, wir müssen hier raus. Okay, wir müssen da raus. Den Weg einfach geradeaus, denn, wa? Hier so. Ja, der Buddy, er ist da so ein bisschen unterwegs mit ihm. Den mache voll Laune. Könnt ihr Münzen Wenn es erinnern? hektisch wird, dann, ja, dann ist der Buddy wieder voll in Action. Mit Ausrasten und hast du nicht gesehen? Das kann er ja gut. Und dazu stehe ich. Also, das ist mein Wesen und, Ihr seid genau von der Sorte, nach der Feldwebel Antief sucht. ja. Das ist jetzt aber doof. Ja. Und nun habe ich natürlich, ich habe jetzt endlich das Gold zusammengekratzt, ja, ab, damit ich endlich mir einen Kopfgeldjäger-Lizenz holen kann. Und jetzt ist Buri natürlich unterwegs. Ich war jetzt auch heute schon alleine unterwegs, habe zwei Kopfgelder eingetrieben, eine Aufgabe noch gemacht und habe mir ein Outfit geholt. Lange genug haben wir ja das vor uns hergeschoben. Er hatte ja den Vorschlag gemacht, dann so, Was ja, wir sieht denn könnten uns ja. Und ich Männern sage, in ey, das habe ich dir Ordinanz schon vorwerfen? vorgeschlagen gehabt. Ja, naja, und hast du nicht gesehen. Fand ich lustig. Warte mal, sind wir hier überhaupt richtig? Wahrscheinlich nicht. Nee, wollte ich doch ja nicht. Aber wir müssen hier immer du sowieso durch. Das ist halt nicht so wild. Aber ich will mir ja den Schrein dann noch holen, falls wir hier nochmal herkommen. Und ja, da haben wir dann so ein bisschen. Man könnte das jetzt hier alles mitnehmen. Aber das wäre ich wirklich wahrscheinlich eher machen, wenn wir mal hier durch sind. Dass wir denn da irgendwie was mal reißen. Gut, haben wir. Ja.
Finde ich ganz nice gemacht. Spiel natürlich eine heiße Olle, also klar. Spiele gerne weibliche Charaktere, weil auch die weibliche Formation muss einfach mal Held sein. Kommen wir hier überhaupt drin? Ich hoffe doch. Ich komme hier nicht durch. Warum nicht? Mensch, steig doch nicht immer ab. Jetzt ist ja die Frage, wir müssen hier hin. Hätte man hier weitergekonnt? Dann hier so am Wasser lang? Hier rüber? Wir probieren mal aus. Ansonsten müssten wir ja die Aufgabe hier annehmen. Gut, ich habe jetzt auch nichts dagegen, jetzt hier noch eine Aufgabe zu machen. Aber ich will ungern eine Aufgabe außerhalb meines Bereiches hier annehmen. Übrigens, letzte Woche stand jetzt noch nichts, keine Zahl da. Jetzt wird wahrscheinlich denn eins von zwei dastehen. Aber prinzipiell sind wir ja hier noch nicht fertig. Ich würde da erstmal sagen, wir halten erstmal die Füße still. Ich muss sowieso erstmal gucken. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Gut, hier geht's auf jeden Fall erstmal weiter. Das ist schon mal positiv. So, ist der Böse da? Ja, das Böse. Aber sollen wir jetzt mal nicht stören? Hier kommen wir noch lang. Siehst du wohl. Oh. Oh, hier ist aber... Hier ist aber hoch. Ich hoffe, ich komme jetzt hier nicht zu sehr an dem Big Boss vorbei. So, wir sind jetzt hier gleich auf dem Weg. Na siehste. Geht auch. Jetzt müssen wir hier noch weiter. Geht auch. Holen wir noch den Schrein und dann tüdeln wir los zu dem anderen. Da muss ich aber vorher nochmal auf die Karte gucken. Ich glaube, er war hier hinten irgendwo. So, wo müssen wir lang? Hä? Jetzt sind wir hier und das ist weg? Mann! Sei nicht vorn. Warum? Meine Fresse, Alter, diese Pisse ja. Ich weiß nicht mehr warum. Hier war doch die Aufgabe gewesen, oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten doch hier die Aufgabe. Höher. Jetzt müssen wir doch wieder zu dem Nest zu der Festung zurück. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, ich hasse sowas, weil das nicht 60 FPS am Morgen. Warum ist hier nicht volle FPS-Zahl? 49, hallo, habt ihr? Was ist denn hier los? Wegen dem Regen? Jetzt hört er, dass der Regen vorbei geht. Ja, aber ich finde es aber doof. Das ist alles nicht so, dass man nicht erstmal dahin kommt, wisst ihr? Dass du hier noch auf wie Wese machen müsstest. So, hier müssen wir gleich abbiegen. Oh, 36 FPS, 29, 26, was ist denn hier los? Das ist aber nicht schön. Warum ruckelt denn das so?
Läuft hier wieder irgendwas im Hintergrund? 24 FPS. Alter, vorher nicht, geht gar nicht. Aber nur wenn ich auf die Dings hier gucke. Ich quatsche jetzt mal erstmal mit der. Halt, Reisende. Die Bankorei-Garnison ist seit dem Tod von König Eamond gesperrt. Nur Ritter des heiligen Pelin und Mitglieder der königlichen Familie haben Zutritt. Und wenn ihr plant, nach immer fortzugehen, solltet ihr das vielleicht noch einmal überdenken. Warum sagt ihr das? Eine Armee von Regmannen ist nur einen Tagesmarsch von der Stadt entfernt. Und sobald sie dort eintrifft, wird das ziemlich hässlich werden. Wir haben getan, was wir konnten. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass das alles umsonst war. Die Ritter, die wir entsandt haben, kamen nicht zurück und haben auch keine Nachricht geschickt. Wohin habt ihr die Ritter entsandt? Die Gruppe wurde von Sir Dubrock angeführt und zog in die Dolenbucht. Sie hatten die Hoffnung, die Regmannen mitten ins Herz zu treffen, denn von dort aus führt sie wohl diese Rabenviertel an. Falls ihr nach Norden unterwegs sein solltet, würden wir uns nicht beschweren, wenn ihr dort nach Sir Dubrock sucht. Er könnte Hilfe brauchen. Okay, dann suchen wir nach dem. Aber ich weiß jetzt nicht, warum das hier so beschissen ist hier. Wo müssen wir den jetzt suchen? Die Suche nach den Suchern. Ist da drinne? Alter, 25 FPS, was ist denn hier los? Was soll der Quatsch? Alter, wir haben nicht mal 30. Nicht mal 30, Alter, das geht gar nicht. Wir hatten doch noch nie so eine Probleme gehabt hier. Also ich muss sagen, mach mir mal die fehlende Prophezeiung wieder an. Müssen wir da durch? Ja, geh jetzt erstmal durch. Es war ja ein Update gewesen. Es war schon mal, nach irgendeinem Update war das schon mal so beschissen irgendwie. Ich habe ein Gerücht gehört, wonach jemand sich in das lichtlose Kerkerloch gewagt und den letzten Aeliden-König gerettet hat. Wollt ihr mich verarschen oder was? Guck doch mal, jetzt ist das da wieder da. Ich geh jetzt da rein. Drauf geschissen. Die können mir mal am Arsch lecken, Alter. Was ist das für eine Pisse hier? Junge, zeig mir doch den Weg da, wo ich da hin muss. Wenn ich da bin, dann ist es weg. Wir haben nur 30 FPS. Nee, jetzt steigt das wieder. 40, 42. Nee, warte mal, wir müssen hier runter. Ich geh jetzt in diese Ding rein. Und dann gucken wir mal da rein. Keine Ahnung, ob das durch die neue Add-on jetzt wieder irgendwie was ausgepümmelt ist. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Ich will das jetzt wissen. Das ist doch dumm, ist doch das. Junge, Alter. Ihr kotzt mich an. Wie konnte ich nur so ein Narr sein? Ja, komm, machen wir noch mit hier. Was habe ich mir nur gedacht? Ich hätte wissen müssen,
dass eine hübsche, kleine, bretonische Dame an jemandem wie mir nicht interessiert ist. Aber wir hatten ebenso vieles gemeinsam. Sie war eher still. Sie wollte eine Magierin werden. Doch das waren alles nur Lügen. Und jetzt werde ich aus der Gilde geworfen. Was ist geschehen? Fürstin Edwüge, die schönste Frau, die ich jemals sah. Ich bin ihr gestern Abend bei der Magiergilde in Hallins Wehr begegnet. Wir haben uns unterhalten und uns einen Krug mit Zeds Tränen geteilt. Ich dachte, sie mag mich. Sie hat darum gebeten, sich ein Buch von der Gilde leihen zu dürfen. Und ich, Trottel, habe es ihr geholt. Welches Buch wollte sie denn haben? Die Rechtfertigung des Drachenbruchs. Es wirkte alles ganz harmlos. Aber sobald sie es hatte, nannte sie mich einen Hornochsen und lief lachend davon. Ich bin wohl wirklich ein Hornochse. Wenn ich das Buch nicht zurückbekomme, werde ich aus der Gilde geworfen. Würdet ihr mir helfen? Ja. Wohin hat sie das Buch mitgenommen? Sie hat das Buch hierher gebracht. Ich bin ihr gefolgt. Aber da gibt es einen Hexenzirkel, Dutzende von ihnen, der versucht, das Buch für irgendeine Art böses Ritual zu nutzen. Ich bin nur ein Novize. Ich sollte zurück zur Gildenhalle von Hallins Wehr. Falls ich nicht hier sein sollte, wenn ihr zurückkommt, dann trefft mich dort. Okay, habt ihr irgendeine Ahnung, welchen Zweck das Ritual der Hexen dient? Vielleicht hat es etwas damit zu tun, die Zeit zurückzudrehen. Edwüge erwähnte so etwas. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich habe einen Blick auf sie erhascht, wie sie da drinnen singen. Es scheint aber nichts gebracht zu haben. Edwüge hat wie verrückt geflucht. Ich schätze, ihre ganze Freundlichkeit mir gegenüber war wohl nur Fassade. Was wisst ihr über den Drachenbruch? Vielleicht hat es etwas damit, nur das, wir beim Studium der Geschichte der Magie gelernt haben. Es war ein katastrophales Experiment, das von Mitgliedern des Alessianischen Ordens durchgeführt wurde. Sie versuchten, die elfischen Aspekte von Akatosh zu entfernen, doch am Ende erzeugten sie nur einen Riss in der Zeit oder so etwas in der Richtung. Seid ihr in der Magiergilde? Das bin ich. Ihr auch, oder nicht? Ich weiß, was für einen schlimmen Eindruck das alles machen muss. Aber es lehrt mich eine wertvolle Lektion. Wenn ihr mir helft, das Buch zurückzuholen, wird so etwas nie wieder vorkommen. Es gibt keinen Grund, dass der Magister davon erfahren muss, oder? Naja, gucken wir mal. Gut. So, was haben wir jetzt hier? Findet Fürstin Edwin. Die sind alle da unten. Ich brauche, glaube ich, nicht hier langlaufen, oder? Kann man hier überhaupt lang? Ne. Ne. Okay. Okay. Ich überlege gerade, ob ich das hier über die Quest hier laufen lasse. Und ja, ich war immer noch nicht an besagten Orten. Tag immerhin. Mein Pulsar. Lieber O'Aaron, wenn du das siehst, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich hab mir einen Screenshot gemacht von deiner Mail, die du mir geschickt hast. Ich hab nämlich vor, das dann irgendwann doch noch zu machen. Aber ich war jetzt, wie gesagt, ich habe inzwischen durch. Jetzt macht hier faul. Wie es halt so ist. Manchmal hat man auch so einen Durchhänger. Ich nehme ja gerne auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir macht gerade auch Laune, auch wenn ich jetzt hier wieder schon wieder angepisst war. Wegen dem Piss hier, wegen, dass das jetzt plötzlich wieder weg war. Weil sowas macht man nicht. Warte mal, ist das richtig? Ja, könnte richtig sein. Gucken wir mal. Man muss zwar so ein bisschen hier rumhantieren mit dem Jensen, aber
Hopp. Aber ist ja nicht so wild. Sehr gut. Warte mal, hier muss ich hin. Nehmen. Okay, die Aufgabe haben wir da abgeschlossen. So, mache ich gleich mal weiter. Könnt ihr euch das mal durchlesen? Wenn das denn mal weggeht, meine Güte, was du nicht alles hier erreichst, hier so, wisst ihr? Wo ich denn denke, so, okay. So. Gut. Hätten wir das auch geschafft. Warte mal, hier war unten. Warte, warte, warte. Da war doch irgendwo noch ein. So, ich will aber hier noch den Dingens holen. Ach, hier ist ja noch was. Wir sind hier noch ja nicht fertig. Okay, okay, okay. Okay. Bongners Nachricht. Bei Azuras Gnade, dieser ist frei. Vielen Dank. Dieser blickte in die Leere und sah eine schreckliche Vision, Wanderin. Eine große Bestie mit drei Köpfen auf einem einzigen Hals. Kansin muss mehr wissen. Ihr findet diesen in der Abtei der Ausgestoßenen, ja? Bitte, beeilt euch. Naja. Horan, ich sehe deine Nachricht. Kann dir gerade nicht antworten. Will jetzt hier noch abheben. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Dann gucken wir mal sowieso als nächstes, wo wir hin müssen. Ui, ist aber tief. Halt hier, den muss ich ja drücken. Das war eine ziemlich schnelle Aufgabe hier. Den ganzen Tag unterwegs. Habt ihr die Hexen da hinten gesehen? Ich bin einer von Halins Wehr hierher gefolgt. Sie hat mich reingelegt, diese Misthexe. Sie hat eines der Bücher der Magiergilde gestohlen. Ich weiß, was habt ihr mir schon erzählt? Ich? Nein. Ich habe euch meinen Lebtag noch nicht gesehen. Und außerdem bin ich erst seit ein paar Minuten hier. Doch verratet mir bitte, wenn ihr schon von dem Buch wisst, hättet ihr dann nicht vielleicht Lust, mir dabei zu helfen, es zurückzuholen? Irgendwas ist hier faul. Doch, ich bin sogar schon losgegangen und habe es für euch zurückgeholt. Ja, das ist das richtige Buch. Ich habe gerade erst noch vor ein paar Minuten gesehen, wie die Hexen es benutzt haben. Ich verstehe zwar nicht, wie das vonstatten ging, aber ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen. Wenn ich das Buch schnell zurück in die Gildenhalle bringe, fällt es vielleicht gar keinem auf, dass es je weg war. Wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte. Nur ein paar Stunden. Wir haben irgendwas abgeschlossen hier. Siegel der Bestrebung, meine Güte. Gut, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal zum Rift, waren wir schon Rift? Steinfälle waren wir auf alle Fälle. Steinfälle waren wir auf alle Fälle, das ist gut. Das ist gut. Da hat er nochmal so einen kleinen Schnitzer raus, ja auch nicht auf den letzten Minuten. Ja. So, wir werden jetzt mal ganz schnell hier lang tüdeln. Richtung Portpunkt.
Und dann werden wir... Ja, dann werden wir... Was werden wir denn? Wenn wir weiter porten nach Rift oder nach... Nach Dingens. Da müssen wir hin. Jetzt sind wir konstant 60. Ob der was im Hintergrund gemacht hat, der PC? So, wir müssen hier wieder raus. Was haben wir hier? Tagstein, Sareik, Himmelsrand, Wodka. Hier waren wir schon alles. Keine Ahnung, die Nummer. Goldkiste, Malabator, Schnittermark, Elsweier, Gratwald, Grünschatten, Auridon, Schattenfen, Deschorn, Steinfälle. Hier ist Steinfälle. Wo ist ein Rift? Ich sehe da, wo Rift ist. Warte mal, war das nicht hier nochmal immer draußen? Kalthafen, Rift? Nee. Wo ist denn hier Rift? Keine Ahnung. Na gut, soll jetzt nicht weiter stören. Wo müssen wir jetzt hin? Hier. Hier müssen wir hin. Okay, dann müssen wir hier importen. Gut, Freunde. Ich mache aber an der Stelle Schluss. Rift werde ich schon finden. Ich mache erstmal hier einen Haken hinter bei Bankorei. Und wie gesagt, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Ich denke mal, ich werde die Folge... Nehmen wir Prophezeiung. Nehmen wir Prophezeiung. Auch wenn wir jetzt da was anderes mit bei gemacht haben. Aber ansonsten lassen wir das so. Gut, Freunde, haltet die Ohren steif und tüdelü.